Der Bettler und der reiche Mann. Einmal kam ein alter Bettler ins Dorf. Er klopfte an die Tür des größten Hauses im Dorf. In diesem Haus wohnte der reichste Mann des Dorfes, der auch der geizigste war. Einen schönen guten Tag, grüßte höflich der Bettler. Sei so gut und gib mir einen Bissen Speck und eine Tasse Milch. Seit Tagen habe ich nichts gegessen und ich bin sehr hungrig, bat der Bettler. Ich habe weder Speck noch Milch, mach, dass du wegkommst, schrie ihn der reiche Mann an. Vielleicht hast du ein wenig Weizen noch übrig, das würde mir reichen, bat der Bettler erneut. Ich habe auch keinen Weizen, lass mich in Ruhe, schnauzte ihn der Reiche wieder an. Bitte, gib mir wenigstens ein Stück trockenes Brot, ich werde dir dafür dankbar sein, solange ich lebe, demütigte sich der hungrige Bettler. Geh weg, ich habe auch kein trockenes Brot. Bitte, gib mir wenigstens einen Schluck Wasser, drämmelte der Bettler. Nicht einmal Wasser habe ich, brüllte der Geizhals. Ach, mein Sohn, seufzte da der Bettler auf. Worauf wartest du dann noch? Nimm einen Stock in die Hand und geh zu guten Leuten betteln, denn du bist ja ärmer als ich.